Rechik ist eine gut gezogene Debütantin aus einem Stall, dessen Zweijährige bislang gut gelaufen sind. In nicht zu starker Konkurrenz ist Rechik deshalb unser Tipp im ersten Rennen des Tages. Sturm gewann bei seinem zweiten Start in Pferden mit großer Überlegenheit. Talentiert ist er, zuletzt wurde er allerdings in Dortmund vom Start verwiesen. Geht er in die Startbox, könnte Sturm der Sieger im zweiten Rennen des Tages sein. Ist deutlich voraus wie im ersten Rennen Sibylle Vogt und Sturm gewinnt hier wie er will. Maharani ist eine am Platz trainierte Debütantin aus einem Top-Quartier. Die Stute hat es bei ihrem ersten Start mit nicht zu starker Konkurrenz zu tun. Und so könnte Maharani die Siegerin im dritten Rennen des Tages sein. Lifetimes machte bei seinem Debüt in Dortmund viel Eindruck, als er mit 10 Längen Vorsprung gewann. Die damalige Zweite siegte beim nächsten Start selbst überlegen, wertete die Form also auf. Lifetimes ist deshalb unser Tipp im wetstar.de Preis des Winterfavoriten. Lifetimes gewinnt und dann Überraschung, Bright Smiles zweites Pferd. Lurich Silva kommt aus schwereren Rennen. Sie hat sich auf Fliegerdistanzen in Listenrennen gut verkauft. Hier bekommt sie eine leichtere Aufgabe gestellt. Lurich Silva ist deshalb unser Tipp im fünften Rennen des Tages. Team hat sofort alles geregelt. Whispering Team, die Favoritin, gewinnt. Dahinter fliegt Lurich Silva noch heran mit Schena, aber zweite bleibt Ayada in den Hauchtönen. Aguirre ist in Köln bei 3 Starts noch ungeschlagen. Zuletzt lief er als Zweiter auf Gruppe 3 Ebene in Düsseldorf stark, als er auch deutlich vor Montanus und Muhalif blieb. Aguirre sollte im Ilse und Heinz Ramm Erinnerungsrennen der Weidenpescher Meile schwer zu schlagen sein. Bestleitling gewinnt den großen Preis der Landesformschein vor Admir. Lisak siegte in Köln bereits im September in einem Rennen wie diesem. Das Aufgewicht wird durch die Erlaubnis seines Reiters Shannon McRedmond mehr als ausgeglichen. Und so könnte Lisak auch heute wieder als Sieger über die Linie gehen. Karawanserei vor Lisak außen. Lisak an der Außenseite. Karawanserei. Lisak gewinnt gegen Karawanserei, gegen Nairo Northfire. Sovereign State mag die Kölner Bahn und seine Form ist auch sehr beständig. Die Distanz passt, man nimmt Gewicht herunter. Sovereign State könnte deshalb der Sieger im 8. Rennen des Tages sein. Und Lips Freedom an der Außenseite kommt immer näher. Napoletano aber ist tapfer. Napoletano gewinnt. Eine halbe Länge knapp vor Lips Freedom, dann Aram vor Sovereign State. Das Kultpferd Woody Wood ist aus gleich 2 Sieger und in dieser Klasse gut untergekommen. Seine letzte Form sollte man nicht überbewerten. Sein Reiter hat mit ihm bereits gewonnen und deshalb ist Woody Wood unser Tipp im letzten Rennen des Tages. Meisterin von Adri de Vries, Startziel, gewinnt er gegen Dangadi, gegen Woody Wood, dann war es Agent Sim, Vancouver, Padre Pan.